neue beträgt 18 Monate. Wichtige Wartung und Revision der AKWs wurden nicht durchgeführt. Sie sind auf dem technischen Stand der 80er Jahre. Die Lieferketten für Ersatzteile sind gerissen. Atomkraftwerke sind teuer. Mit über 150 Milliarden Euro wurden deutsche AKWs gepampert. Das neue Atomkraftwerk Hinkley Point C in England erhält über 30 Jahre mindestens 100 Milliarden Euro Subvention. Da sind Wind- und Solarstrom echte Schnäppchen. Für den Atommüll zahlen die Steuerzahlerinnen schon heute jährlich über 1 Milliarde Euro. Und laut Atomlobby passiert nur alle 10.000 Betriebsjahre ein schwerer Unfall. Bei 400 Reaktoren also alle 25 Jahre ein Super-GAU. Das stimmt. Harrisburg, Fukushima, Tschernobyl. Der nächste GAU wird kommen und das Leben und die Gesundheit von Millionen gefährden.